Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Wunderlich Inside. Es ist Teil 2 von der Aktiv-Komfort-Sitzbank. Wir haben es euch das letzte Mal schon angedeutet, dass wir mal das Produkt näher beleuchten wollen. Wer mich dabei unterstützt, den Herrn, den kennt er schon, das ist der Paul aus der Entwicklung bei Wunderlich. Und der hat genau nämlich dieses, ich sag mal, erste Stück mitgenommen, was ihr schon in Teil 1 gesehen habt. Das Ganze ist schon Schritt 2 oder 3. Wie Schritt 1 aussieht, das werden wir uns jetzt angucken. Allerdings ist ein Mann ganz wichtig, der die ganze Sattlerei hier führt. Das ist der Wolfgang. Und dann sage ich hallo und herzlich willkommen. Schön, dass wir uns mal ein bisschen Zeit nehmen dürfen bei euch in der Firma. Es ist ein sehr, sehr interessantes Thema. Ihr habt viele Stationen. Es ist extremst hochwertig, was ihr produziert. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal heute bei euch durchs Geschäft, schauen uns die eine oder andere Station an und werden mit Sicherheit öfter mal auf dich zurückgreifen, damit du uns dann im Detail auch alles erklären kannst. Erzähl uns aber trotzdem erstmal Zusammenarbeit, Entwicklung von sowas. Da geht das Herz auf, wenn man so im Detail arbeiten darf, oder? Ja, erstmal herzlich willkommen. Ja, von der Entwicklung her werden Vorlagen von euch geschickt. Wir setzen das so weit um, wird wieder zurückgeschickt. Ihr werdet anschauen, Probe fahren, sitzen, kommt wieder zurück, wird wieder geändert, wieder getan. Wieder schauen, ob es passt. Dann, wenn es soweit sind, wird der Bezug gemacht. So wie ihr Skizze macht, wird das alles gemacht mit Stickerei und. Und dann ist das Ding soweit fertig, dass wir anfangen können mit der Serienfertigung. Das war jetzt eine extrem kurz gehaltene Zusammenfassung von dem, was eigentlich hier passiert. Wir nehmen euch mit zu Station 1. Also einfach mal auf die Schulter springen und mitkommen. So, Wolfgang, wir sind jetzt an Station 1 angekommen. Es ist, und vielen Dank auch für die Beispiele, damit wir mal so ein bisschen die Reihenfolge sehen können, wie so eine Sitzbank entsteht. Ich weiß aber, du hast extrem viel zu tun. Die Wunderlich-Bestellungen sind groß, du musst auch noch ein bisschen andere Arbeit machen. Deswegen, du hast eigentlich, glaube ich, jemanden, der tatkräftig dich unterstützen kann. Paul kennt sich ja auch aus. Deswegen entlasse ich dich erstmal kurz. Werde gleich nochmal auf dich zurückkommen, weil wir da das ein oder andere Detail besprechen müssen. Aber ich danke dir erstmal für Station 1 und wir schauen uns das mal an. Okay. Perfekt. Also mein Paul, ich bin so ein bisschen überwältigt von den Variationen, die es gibt. Also okay, Sattlerei ist das eine, dann aber die Entwicklung einer Sitzbank ist, wie ich jetzt feststellen durfte, und da bin ich sehr dankbar, ein ganz, ganz anderes Thema und extrem detailverliebt. Das muss man schon im Vorfeld mal sich klar machen, wie viele Arbeitsschritte da sind und vor allen Dingen, wie perfektionistisch man vorgeht, bis wirklich hinter diese Sitzbank fertig ist, auf der man so hervorragend sitzt, wie ich ja zum Beispiel auch bestätigen kann inzwischen. Also, wir fangen mal an. Das ist der Grundaufbau. Genau. Wir haben bei jeder Sitzbank haben wir immer eine Basis, die wir uns nehmen. Mhm. Um da unsere Wunschform rausschleifen zu können, polstern wir die erstmal auf. Mhm. Wir haben die Basis, die wird dann etwa beschliffen in dem Umfeld, wie wir es uns vorstellen. Und wenn Volumen fehlt, können wir, das siehst du hier, können wir Schaumstoff da aufkleben. Der wird fest verklebt mit dem Grundbauteil, mit dem Grundkörper. Ja. Und daraus schleifen wir uns dann nach unseren Vorstellungen, wie wir die Sitzbank entwickeln, die eigentliche Form, die eigentliche Sitzbankform raus. Das heißt, das ist dann schon der Moment dessen, wo man hingeht und sagt, okay, wir haben die und die Erfahrung gemacht beim Erfahren Richtig. Des Komforts. Dann sagt man, okay, hier drückt es noch ein bisschen, dann geht die Sitzbank aus der Entwicklung bei Wunderlich erstmal wieder hier in die Sattlerei. Man sagt, das und das brauchen wir ein bisschen anders im Shape. Dann geht die Sitzbank wieder nach Wunderlich, dann fährt man sie wieder und dann kommst du irgendwann mit einem fast fertigen Produkt und sagst, wir haben die Basis erschaffen. Genau so machen wir es. Wir schleifen die immer wieder. Dann fahren wir die Probe, dann sitzen wir wieder und arbeiten hier die Kontur raus,
Das ist ein Hin- und Herspiel, verschiedene Iterationsschritte brauchen wir bis dahin, dass die eigentliche Kontur hier nachher rauskommt. Und du siehst das auch hier, das sind diese verschiedenen Lagen, die wir hier aufgeklebt haben und wieder in Form geschliffen haben. Das ist quasi jetzt die Grundform, die wir haben wollen. Hier vorne siehst du, ist sie noch nicht fertig. Ich wollte gerade sagen, Ecken dafür und Kanten sehen wir noch. Dafür sind wir hier, dass wir das jetzt noch gerade zu Ende schleifen. So, und damit kommen wir auch direkt zu Position 2. Die ist daneben, in einem relativ kleinen Raum, aber eine sehr, sehr feine Arbeit, die erledigt werden muss. Und da werden wir jetzt einfach mal über die Schulter blicken. Du kannst hier die Konturschablonen sehen, die wir auflegen, um nachher die Form immer wieder rausschleifen zu können. Das wird dann immer wieder verglichen mit der Konturschablone und wenn irgendwo was zu viel ist, wird es weggenommen. Wenn irgendwo was zu wenig ist, wird wieder was aufgeklebt. Okay, das heißt, jedes Mal, wenn du dich meldest, kriegt Wolfgang so ein bisschen eingezogenen Nacken, weil er weiß, es kommt wieder Arbeit auf ihn zu. Es geht wieder um die ganz feinen Details. Es ist immer das Gleiche. Es ist immer das Gleiche. Wenn Paul irgendwo anruft, dann wartet Arbeit. Wie die Arbeit hier gemacht wird, schaut doch mal hinten im Detail. Dass wir dieses Produkt aus diesem hier machen und es wirklich erstmal dargestellt werden kann als fertige Form. Wir haben hier einen Rohling. Der Rohling allerdings, der hilft uns noch nicht weiter, denn wir können ja nicht immer wieder so ein Stück anfertigen, sondern es muss in Form gebracht werden. Und Form gebracht werden ist genau unser Stichwort, Paul. Du kannst es mir mal erklären, wie es funktioniert. Eine Form ist dafür entscheidend. Wie es funktioniert, kannst du mir erklären. Richtig. Also wir brauchen für jede Sitzbank, und das heißt auch für jede unterschiedliche Höhe an Sitzbank, Low, Standard, Hoch, brauchen wir jeweils zwei Werkzeuge. Ne? Ja. Das ist dieses Werkzeug, damit wird der Schäumling hergestellt, ja. Und die Grundplatte von der Sitzbank, das ist ein Spritzgusswerkzeug. Die konstruieren wir bei unserem CAD, das kennst du. Mhm. Und anhand von dem digitalen Datensatz wird diese Sitzbank dann das Werkzeug und dann diese Sitzbank gespritzt. Und hier, das ist die Form von dem Schäumling. Wie gesagt, jeder Schäumling hat seine eigene Form. Jede Höhe hat seine eigene Form. Die wird runtergeklappt. Hier wird ein flüssiger Schaum eingespritzt. Ja. Und das Ganze härtet aus und du kannst nachher hier diesen Schäumling rausnehmen. Dann einfach rausnehmen. Direkt Zwischenfrage, weil ich es weiß und weil ich es auch schon genutzt habe und sehr zu schätzen weiß. Es gibt die Sitzbank ja mit Sitzheizung. Korrekt. Jetzt sehe ich hier kein Draht, kein gar nichts. Wie funktioniert es, wenn ich eine Sitzheizung einbauen will? Das ist der Clou eben bei dieser Sitzheizung. Die Sitzheizung wird mit in den Schaumstoff eingespritzt. Und zwar kommt die Sitzheizung hier in die verbleibenden Bohrungen, da kommt ein Gestell rein mit der Sitzheizung. Ja. Das Ganze kommt hier rein, wird zugemacht und wird dann komplett flächig umgossen, umspritzt, ja, genau. Sodass es auch fix ist, sich nicht mehr verschieben kann und da auch nichts dran kommt. Genau, weil das ist ja auch oft ein Punkt. Ich meine, einen warmen Hintern haben ist die eine Sache, einen komfortablen, gleichmäßig warmen Sitz zu haben, ist schon mal wieder eine ganz andere Nummer. Und die Heizelemente dort so einzuspritzen, ist natürlich technisch eine sensationell gute Idee, weil vielleicht war es dem einen oder anderen gar nicht klar, es wird nicht die Sitzheizung zwischen den eigentlichen Bezug und dem Schäumling gepresst oder zwischengelegt, sondern es ist eben integriert im Schaum und somit, genau wie Paul sagt, eigentlich lebenslange Haltbarkeit, weil eben kein Wasser eindringt. Genau, das ist uns halt auch wichtig, dass wir eine durchgehende Schäumung haben. Ne? Mhm. Wir haben da keine verschiedenen Aufbauten nachher drin. Wir entwickeln oder haben so einen großen Aufwand da drin, diesen Schaum zu entwickeln. Und dann willst du nachher nicht noch 3, 4 verschiedene Materialien da drin haben. Die ersten zwei Einzelteile haben wir, das macht aber noch lange keine komplette Sitzbank. Und wir wollen natürlich, und das haben wir schon 1, 2 Mal angesprochen, auch in dem Video zuvor, den perfekten Kontakt haben zum Motorrad. Nicht nur über die eigentlichen Werkstoffe der Sitzbank und der hochqualitativen Dinge, die hier so verbaut werden, eben im Detail ganz fein, sondern wir wollen es auch verbinden, damit wir eine vernünftige Verbindung haben über die Sitzbank in das Motorrad
und dann natürlich auch zu den Rädern und das Gefühl perfekt ist. Und das Gefühl perfekt machen, Wolfgang, das kannst du jetzt für uns sozusagen die Dinge verheiraten. Erzähl mir noch mal ganz kurz dabei, warum ist es so wichtig und wie geht ihr diesen Arbeitsschritt dann an? Also hier ist es wichtig, dass der Schäumling mit der Grundscheibe sauber verklebt ist, dass man beim Polstern, dass nichts verrutscht, dass das Endprodukt einfach super ausschaut. Nein. Das heißt, damit praktisch später der Bezug auch drüber gezogen werden kann, der ja dann nochmal verklebt wird, da kommen wir aber später zu, ist es so, dass die Basis praktisch so erschaffen wird, dass nichts mehr verrückt und alles auch inklusive vielleicht der Sitzbankheizung, der Elektrik, die ja mit dann verlegt wird, auch da bleibt, wo sie ist. Genau, so wird es mal. Dann schauen wir uns das Ganze mal an. So sieht es dann aus. So schnell geht's, wenn man weiß, wie es geht. Perfekte Arbeit. Jetzt ist aber ein Punkt, auf dem können wir noch nicht sitzen. Wir brauchen noch einen richtig qualitativ hochwertigen Bezug. Und dieser Bezug, der ist so detailverliebt aufgebaut, dass wir da jetzt einfach uns mal die nächsten Arbeitsschritte anschauen. Wir haben also die Sitzbank schon mal miteinander verheiratet, aber der Punkt ist ehrlich gesagt, eine Sitzbank so in diesem Fall würde keinem von uns Spaß machen, ohne einen vernünftigen Bezug. Und dieser Bezug, diesen herzustellen, ist relativ kompliziert und geht ins Detail. Als allererstes ist meistens derjenige, der die Hürden so ein bisschen höher stellt, ist der Paul. Weil ich weiß nämlich, dass es darum geht, auch das Design natürlich auf der einen Seite umsetzbar hinzukriegen für die Sattlerei, die hinter die Stücke anfertigt. Jetzt erklär uns erstmal so ein bisschen Design. Wie funktioniert es und was sind die Anhaltspunkte, an denen ihr euch orientiert? Zusammen mit dem Schäumling erstellen wir auch direkt das Design für den Bezug. Mhm. Bei dem Bezug ist es wichtig, dass der sich in das Motorrad integriert, ne? Dass wir Farben aufnehmen, dass wir Formen aufnehmen, die sich im Motorrad wiederfinden. Und dann erstellen wir mehrere verschiedene Varianten davon und entscheiden uns nachher für die am besten passt und die auch umsetzbar ist. Mhm. Wir legen fest, welches Material wohin kommt, welche Farbe wohin kommt, wo Stick hinkommt. Mhm. Und das schicken wir dann rüber zum Wolfgang und er sorgt dafür, dass der Bezug so angefertigt wird. Wolfgang, du sorgst dann einfach so dafür, damit das umgesetzt wird. Es ist eine wahre Handarbeit, die dann erstmal an den Tag zu legen ist, bis du die Schablonen bereit hast, um es später dann auch zu digitalisieren und in eine Maschine, ich sag mal, zum Verständnis der Maschine zu machen, sodass sie das produzieren kann. Die Handarbeit allerdings ist die, die mich begeistert und die wir auch mal so ein bisschen beleuchten wollen. Denn, Paul hat es ja gerade so schön gesagt, wir haben da eine Idee und Formen und Linien, die integriert werden sollen. Jetzt sind natürlich die Linien auch mit im Design und den Nähten. Wie funktioniert das wiederum, wenn du das fertige Design hast und dir etwas ausgewählt hast? Wie setzt ihr das um? Also, wir haben nachher den Schäumling hier, das Design, und dann werden wir erst einmal die Nähte einzeichnen, wo die hinkommen, schauen, ob das überhaupt machbar ist, ob wir den Zuschnitt so herstellen können. Wenn wir sagen ja, dann werden hier die Schablonen abgenommen. Das heißt, mit der Schablonenpapier erst auf Stoff wird angeklebt, wird rausgeschnitten, Nähzwicke hingemacht, dann wird es auf ein Karton aufgetragen. Hier kommen 8 mm Nahtzugaben dazu. Mhm. Das ist das, was wir brauchen zum Nähen, für die Kappnaht, für die Biese. Das kommt ja noch Alcantara-Biese mit rein, dass man das so umsetzen kann, dass das vorne genau rausschaut, die Biese, und braucht man diese 8 mm. Dann haben wir hier noch 3 Löcher, wo unsere Markierungen sind, wo der Stick hinkommt, links und rechts. Mhm. Das wird nachher bloß auf der Schablone in der Stickerei, halt auch so eine kleine Schablone, wird auf das Teil aufgelegt und macht die drei weißen Stift, die drei Dinge hin, und genau da, Mittelpunkt ist der, stickt der Stickautomat
den Stick drauf. Der ist links und rechts hier. Mhm. Und das heißt, wenn ich dich unterbrechen darf, das, was wir eigentlich aktuell sehen, ist so ein bisschen die Grundform der Sitzbank, wo mein Hintern drauf ist. Dann natürlich noch das Design und das Lederpaket, was dann auch Bein etc. abschließt. Genau. Dann haben wir noch kleine Einzelteile, die natürlich dann nicht mehr per Hand permanent zugeschnitten werden können und irgendwie aus einem Stück Leder oder dem Material, was benötigt wird, da gibt es ja auch spezielle Varianten, dann zusammengefügt wird. Ihr digitalisiert das Ganze dann? Es wird digitalisiert, da wird nachher die Nahtzugabe mit auf, die Netzbiege mit eingebracht. Es wird Material raufgeschrieben, was für Material, Anti-Rutsch, Flechtnarbe, was für Alcantara, was für Nähfaden. Es ist praktisch beim Digitalisieren alles hinterlegt, dass man praktisch alles nachvollziehen kann. So, wie die Maschine das dann umsetzt, damit die Näherin überhaupt das Material parat hat, um dann den fertigen Sitzbankbezug zu produzieren, das schauen wir uns jetzt mal ganz genau an, und zwar an dieser Maschine. Sattlerei bedeutet im Normalfall viel, viel Handarbeit. Jetzt haben wir ausnahmsweise das mal maschinell erstellt. Allerdings, die Einzelteile helfen uns noch nicht wirklich weiter. Wir brauchen jetzt jemanden, der das Ganze zusammennähen kann. Und da gehen wir mal ganz flott hin. Ich habe ganz viele Einzelteile für dich. Sehr schön. Würdest du mir bitte das zusammenbauen? Natürlich. Dankeschön. Aus vielen Einzelteilen hat Daniela ihre flinken Hände und die Nähmaschine jetzt einen Teil gemacht. Allerdings haben wir natürlich auch noch die Nähte, die perfekt vorbereitet sind, aber noch lange nicht fertig. Der nächste Schritt ist ein ganz, ganz wichtiger für euch in dem Produkt, dass auch die Qualität hält. Deswegen, kommt mal mit. Bitte nächster Schritt. So, André hat das Ganze jetzt vorbereitet. Warum, wieso, weshalb, werden wir natürlich mit Wolfgang und Paul wieder klären. In diesem Sinne, ich danke dir sehr dafür. Da sind auch wieder meine Freunde Wolfgang und Paul. Ich habe das Produkt zumindest mal ein Stück weiter vorbereiten lassen. Allerdings sind wir da noch lange nicht fertig, das weiß ich auch. Das ging jetzt relativ schnell. Das heißt, was haben wir jetzt noch mal ganz genau gemacht, damit natürlich auch jeder versteht, worum es hier gerade geht, warum auch dieses Augenmerk so wichtig ist auf die Vorbereitung der Nähte. Die Naht wurde zurückgeschnitten. Das habt ihr jetzt als letztes an dem Nähplatz gemacht. Genau. Und dann wird hier die Naht nochmal verklebt, damit das Wasser, falls es mal Feuchtigkeit gibt, das Material nicht unterwandert. Mhm. Und zusätzlich wird die ganze Naht jetzt nochmal heiß verschweißen. Ah, okay. Und dazu? Wie lange dauert es, Wolfgang, bis man sowas so perfektioniert hat, dass auch die Abläufe so Hand in Hand gehen? Es kommt mit der Zeit. Wenn man jetzt eine Sitzbank vom Prototyp anfängt, bis wir hier sind, sage ich mal 3-4 Monate brauchen wir schon, bis Werkzeuge da sind, bis das alles passt. Kann einmal 5 Monate sein, das kommt darauf an, wie oft schicken wir das ganze Teil hin und her, wie oft müssen wir nacharbeiten, wie oft, es wird ja wirklich gefahren auf der Rennstrecke über Land, dass jeder sagt, pass auf, fahren ja mehrere, passt alles, und ich sage 3-4 Monate brauchen wir. Perfekt, wir haben ein fast fertiges Produkt in der Hand und das nach, ich will nicht sagen kurzer Zeit, aber nach einem sehr effektiven Arbeitsprozess, das kann man so sagen. Jetzt haben wir aber wieder nur ein Einzelteil. Und ich glaube, so langsam ist Zeit für die ganz große Hochzeit.
damit wir unser fertiges Produkt mit Richtung Wunderlich GmbH nehmen können, oder? Jetzt geht's ans Beziehen. Jetzt geht's ans Beziehen. Also, nächster Schritt. Sitzbank und Sitzbankbezug müssen natürlich noch ein wenig verheiratet werden. Wir wollen das Ganze natürlich vernünftig und blasenfrei bzw. auch dementsprechend fixiert miteinander verkleben. Verkleben ist genau das Stichwort. Der Bezug wird nicht einfach nur aufgezogen, sondern in dem Fall jetzt mal von André verklebt und dann getackert. Und er wird uns das Ganze jetzt mal vorführen. In dem Sinne haben wir den Bezug, der, und jetzt wartet mal einen ganz kurzen Moment, bleibt stehen, ein ganz warmer und weicher sein muss. Ja, er ist verdammt heiß und André, ich gebe ihn dir einfach in die Hand, weil ich bin das Ganze nicht gewohnt. Warum der weich und eben warm gemacht werden muss, ist die Erklärung ganz einfach. Du kriegst ihn dann besser drüber gezogen und blasenfreier eben genau, zum Kontakt. Genau, Kanten von den Dichtbahnen haben wir. Okay, dann schauen wir die mal über die Finger. Verklebt wurde das Ganze also, der Bezug ist dran, aber wie man so schön auch oftmals sieht, hier unten ist noch gar nichts zusammen. Und da gehen wir jetzt zu der Station, wo ihr einfach sagt, es wird da getackert. In diesem Sinne, tackern wir das Ganze mal fest. Bitte, wir folgen dir. Und wir befinden uns beim nächsten Arbeitsschritt. So, und jetzt wird es nochmal interessant, Vorsicht auf die Finger. Wie wir schon so oft gesehen haben. Alles Handarbeit. Es wäre kein hochwertiges Produkt, wenn erstens nicht André jeden Handgriff kennen würde. Vielen, vielen Dank dafür. Und vor allen Dingen, es keine Qualitätssicherung gäbe. Und die Qualitätssicherung in dem Fall ist gar nicht so weit weg und wird natürlich von Paul überwacht und von Wolfgang durchgeführt. Wir haben praktisch das erste Mal eine fertige Sitzbank vor uns. Noch würde sie aber nicht rausgehen zum Endverbraucher, sondern jetzt gibt es natürlich noch den einen oder anderen Schritt, den du mir gerne noch erläutern kannst. So, wir machen erst einmal eine Sichtkontrolle, ob die ganzen Nähte passen, die Abstände. Vorne haben wir noch einen Lappen, den muss man zum Ansetzen brauchen. Der wird natürlich also praktisch, damit ihr das auch, was wir gerade gesehen haben, so ein bisschen ziehen könnt, braucht ihr ein bisschen zu viel Futter, ja. Dann haben wir hier, wo das Ding ist, kommen wir nochmal zwei Tackerklammern drauf. Dann wird hinten geschaut, ob die Puffer da sind, ob sich irgendwo eine Tackerklammer gelöst hat. Ist aber alles da, da kann man noch einen reinmachen. Wo die Biese ist. So. Und dann ist die Sitzbank eigentlich fertig. Dann geht es eigentlich auf die Reise Richtung Wunderlich GmbH. Korrekt. Und dann später mal in ein Paket zum Endverbraucher, der, und das müssen wir auch nochmal sagen, 60 Tage das Ganze testen darf, um dann später zu entscheiden, ob er die Sitzbank wirklich haben will. Wir haben sie vor uns und sie sieht relativ, und das muss ich auch noch einmal erwähnen, von der Oberfläche her auch normal aus. Ich will es einfach mal so ausdrücken. Allerdings ist in dem Material eine große Besonderheit. Und das will ich nochmal, nachdem ich die ganze Fertigung gesehen habe und wie viel Detail auch in den Nähten steckt und so weiter, damit das Produkt so aussieht, beleuchten. Die wird, und wir haben gerade den schönen heißen Sommer 2022, zum Glück nicht so heiß wie eine normale Sitzbank. Warum ist es so? Wie nennt sich das? Und was hat man sich dabei gedacht? Ja, dank unserem Thermopro-Stoff, womit die komplette Sitzbank bezogen ist, wird sie halt an den Stellen nicht so heiß wie ein Allround-Stoff oder ein normaler Stoff jetzt, der sonst eingesetzt wird. Wir haben einfach eine helle Unterseite von diesem Stoff, der unheimlich viel UV-Strahlung reflektiert und dadurch einfach diesen Temperaturvorteil erzielt. Das heißt, ich sitze nicht nur gut, sondern ich habe auch nicht einen zu warmen Hintern. Wenn mir der Hintern zu kalt ist, dann mache ich die Sitzheizung an. Es dringt weder Wasser ein, noch
kann ich eigentlich sagen, dass ich ein falsches Produkt gewählt habe, weil es ausgiebig getestet wurde und dann, dank dir Wolfgang und deiner Firma, Sattlerei etc., so umgesetzt wird, dass wir noch mehr Spaß beim Motorradfahren haben. Vielen, vielen Dank für das Herzblut, was in solch eine Sitzbank einfließt. Und an dieser Stelle sage ich einfach schon mal vielen, vielen Dank für die Runde, die du uns beschert hast. Und es ist schön, solch eine fertige Sitzbank in der Hand zu halten. Ich glaube, wir beide müssen uns noch mal unterhalten über das, was wir heute erlebt haben. Aber in diesem Sinne sage ich erstmal danke, Wolfgang, für dieses Prachtexemplar. Nach einem, ich möchte nicht sagen anstrengenden Tag, aber sehr, sehr informativen, haben wir eine fertige Sitzbank in der Hand. Und es war, glaube ich, umfangreicher, oder nein, es war umfangreicher, als ich es mir vorgestellt habe, insbesondere in den Details. Jetzt haben wir uns so ein bisschen auf die GS-Sitzbank ja verschossen und haben gesagt, okay, das ist unser Rohling, so entsteht das Ganze, ihr habt es in der Erklärung gesehen. Wolfgang hat es auch gerade erwähnt in unserem Gespräch, es ist ja nicht nur ein Produkt, was man herstellt, sondern die Vielfalt alleine der GS-Modelle, drei verschiedene Höhen, bringt schon mit sich, dass ja auch alles einzeln angepasst werden muss. Jetzt hast du noch ein paar mehr Sitzbänke in der Hand, Paul. Ich weiß auch den Hintergrund, aber das ist etwas Wichtiges, was wir auf jeden Fall auch noch mal besprechen wollen. Denn der Teufel liegt im Detail, wie wir heute lernen durften. Ganz genau. Das ist, die Frage ist, was unterscheidet uns? Ne? Ja. Und gerade das, das haben wir gerade eben super gesehen, dieser verklebte Bezug. Ne? Standard-Sitzbänke, ich habe mal eine mitgebracht, die sind halt nicht bezogen. Ne? Und man hat dann hier keinen direkten Kontakt zum Motorrad. Das Ganze kann hin und her rutschen, man arbeitet da drauf. Und, der Kontakt zum Motorrad, die Verbundenheit ist nicht so 100% gegeben. Ist nicht so da. Deswegen legen wir extrem viel Wert auf diese Verklebung. Ne? Mhm. Die Form ist ausschlaggebend, das Material haben wir gelernt, das ist eines der wichtigsten Punkte überhaupt. Ja. Und die Varianz, um dem Fahrer jetzt das Richtige bieten zu können. Mhm. Ne? Du sagtest es, wir haben drei verschiedene Höhen, wir haben unterschiedliche Farben, wir haben mit Sitzheizung, wir haben ohne Sitzheizung und da kommen noch viel mehr dazu. Ne? Genau. Bei der F900 Modellen, da hat sich herausgestellt, dass der Sozius-Platz einfach viel zu schmal gepolstert ist. Ne? Ja. Und dafür haben wir dann eine Queens Edition, nennen wir es, entwickelt, die dann einfach 4 cm breitere Auflage bietet, damit man einfach den Komfort genießen kann. Ne? Was dann wieder bedeutet, es müssen andere Werkstoffe praktisch miteinander verarbeitet werden, neue Schablonen gemacht werden, Das Ganze geht von vorne los, weil man sich zur Aufgabe gemacht hat, egal wie, wir wollen jeden Kunden perfekt bedienen und natürlich auch die Vorzüge dementsprechend herausheben. Und dann geht man so weit, dass man solche Details anfertigt. Es ist ein unfassbar hohes Produkt, glaube ich, was in erster Linie gar nicht so auffällt, wenn man nur eine Sitzbank sieht. Ich glaube, am heutigen Tag habt ihr gelernt, dass so viele Details dazugehören, dass es mehr als nur die Idee bedarf, nämlich zum Beispiel auch Paul, der dann die Umsetzung macht, indem dass immer wieder die Werkstoffe hin und her geschickt werden, bis überhaupt mal die Grundidee so gefestigt ist, dass man sagt, so werden wir sie produzieren. Und dann geht es in all den Schritten, die ihr gerade erlernt habt, dann los. Für dich war es, glaube ich, auch ein sehr interessanter Tag. Auf jeden Fall. Viel Handwerkskunst gesehen. Ganz genau. Das hat mich auch begeistert, dass es nicht nur maschinell ist, sondern wirklich alles per Hand und über mehrere Hände geht, bis dann die Sitzbank fertig ist. Wir durften mit dabei sein. Ich muss sagen, ich bin stolz darauf, dass wir das so begleiten durften und hoffen, dass wir euch einmal mehr bei Wunderlich Insight den Einblick gegeben habt, warum ihr auch einschaltet. Denkt dran, Glocke abonnieren, Kanal abonnieren. Und einfach mal in eure Kommentare schreiben, was vielleicht noch interessant ist und wo wir das nächste Mal ganz genau hinschauen. In diesem Sinne, gute Fahrt, bleibt gesund.